Ja. Los, geht weiter. Ja.
Schnorri. Du musst mal sagen, wenn du anhalten willst, ein Foto machen willst oder irgendwas, ja? Thank you.
Okay. Hello, horsies. Hello. Ich finde es erstaunlich, dass du überhaupt einsteigen und aussteigen kannst. Es gibt nicht viel Platz drin, oder? Hier ist super, ist total viel Platz drin. Ich bin noch nie da drin gewesen. Doch, die Beine sind fast lang. Ah, okay. Vorsicht. Guck. Guck. Hm. Ja, da muss man auf den Berufsverkehr aufpassen, ja? Da rechne ich gar nicht mit, weil so wenig Autos unterwegs sind, ja. Achte ich hier überhaupt, ne, sollte, überhaupt nicht doch. Drauf. Das ist so gefährlich. Ja. Die hätte ich auch nicht gesehen. Und was hätte ich denn da dem Sunni sagen sollen? Naja, das habe ich einfach so gelassen, weil sie überfahren worden war. Ja. Die Birgitt, meine ich. Ja. Ja. Ja, am Ende fährst du alleine nach Hause. Ja, eben. Birgitt and I have known each other for 30 years now. We first met in Berlin in 1990. Weißt du, was mir aufgefallen hat? Nee. Vielleicht kommen wir noch mal dran vorbei. Das war so ein Windrad aus Metall, was so ganz hoch war. Weißt du, so nur, dass man sieht, wo das eine Wetterfahne oder ich so. Ich weiß gar nicht, wo das war. Aber es gibt bestimmt mehrere. Aber wenn sowas noch mal kommt, so ein ganz einfaches so. Ja, ja, dann so, halten wir was an. So auf der Farm oder am Haus steht, ja. Weißt du? Okay. Ich passe auf. Dann tippe ich dich mal an. Und okay. Wenn ich eins sehe und dann. Weil diesmal war es zu spät, da waren wir schon vorbei. Da habe ich nicht dran gedacht. Naja, kein Problem. Das, ich passe auf, mal gucken, ob wir was finden. Dann finden wir was bestimmt, ja. Okay. Thank you.
ganz schnell noch ein Foto von dir oder so. This is Wollun. Wollun, that's the name of the village. Yeah. You told Uni that we want to go here. Yeah.